Hallihallo und ja genau. Hallo Jörn, blablabla, ich nehme nochmal auf. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lemmings, das Let's Play von der tolle Igel, das bin ich. Guten Tag, schön, dass Sie wieder bei mir sind und euch angucken wollt, was ich hier tue, was auch immer ich gerade rede. Level 27 von Taxing. Call in the Bombsaw. Squad, the Bomb Squad. Ja, ruft das Bomben Squad. Okay, das wird bombig. 60% müssen gerettet werden, 80 haben wir. So, okay, also dürften jetzt so irgendwie überlegen, 54 dann dementsprechend, bin ich jetzt richtig, habe ich jetzt richtig gerechnet, keine Ahnung. Auf jeden Fall dürfen ein ganzer Batzen sterben. Nee, Quatsch, muss ich draufrechnen, ne? Ja, ach, ist egal. Wie gesagt, in Aufnahmen kann ich nicht rechnen, das funktioniert nicht. Okay, was haben wir denn? Wir haben da unten ein paar Lemmingse, die da unten rauskommen und wir haben einen Rappenbauer und einen Blocker. Okay, ich denke, mit dem Bombsquad haben sie mir ja schon den entscheidenden Hinweis gegeben. Das wird ekelhaft. Okay. Aber ich glaube, ich weiß, worauf es hinausläuft. So, erstmal lassen wir ein paar durch. Ja, ich glaube, ich habe schon eine Idee. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt so hinhaut, wie ich mir das gerade vorstelle, aber so. Jetzt müssen wir mal ein paar durchlassen. Na, kommt schon mal ein bisschen raus jetzt hier. Raus, 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 raus. Und hopp. Und naja, gut. Whatever. Ist ja auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall muss ich jetzt, habe ich mir jetzt ein paar hier zurechtgelegt. Weiß nicht, ob das reicht. Eigentlich hätte ich auch alle nehmen können und dann wird es hier irgendwann zu voll. Und mit einem muss ich sie jetzt nach oben bauen. Ne, wahr? So ist es. Okay. Und wenn er ganz oben angekommen ist und... So, wenn er ganz oben angekommen ist und das Spiel raustappt und mir dann die Aufnahme verbrezelt, dann muss ich hier oben einen hinsetzen und ihn hochjagen. Das klingt vernünftig, oder? Und Brutzel. Oh Gott, das ist aber nicht viel, was dabei rausgekommen ist. Jetzt versuche ich natürlich wieder einzubauen. Natürlich hätte ich auch ein bisschen weiter oben bauen können. Wäre ein bisschen mehr hochgegangen. Und ja. Geht das nicht noch ein bisschen höher? Ja, ich brauche natürlich für jede Bombe eine Treppe. Deswegen ist die Frage, ob ich dann darauf verzichte. So, na gut. Dann machen wir hier oben wieder einen Blocker. Und ja, eigentlich müsste ich da oben mit rein da in die ins Loch. Das wird sonst nichts. So, es ist auf jeden Fall ein bisschen höher geworden. Müssen wir hier wieder einbauen. Ja, baut auch relativ gut. Ja, ich darf natürlich nicht zu viele Blocker verbraten. Ja, naja, gut. Ja. Sonst muss ich... Ja, das war scheiße. Ja, das war richtig scheiße. Das war blöd. Ich wollte den auch gar nicht. Ich wollte eigentlich einen weiter oben rennen. So, gucken wir mal, ob wir wenigstens ein bisschen was damit wegbasteln. Bam. So, ja. Fast nix. Ist auch gut. Beziehungsweise eben nicht. Ja, das wird wahrscheinlich nichts werden, aber ich glaube, es ist so gedacht. So. Aha. Genau. Das ist schön. Der ist schön weit oben. Schön weit in der Wand drinne. Und... Bam. So. Okay. Und wir müssen aber eine Bombe natürlich noch übrig behalten für den Arsch da unten. Hopp. Na, schön, wenn einer überall wieder oben an, einen weiter oben anfängt zu basteln. Ja, es ist ganz schön knapp. Zumal ich hier nicht so richtig weit hochkomme. Ja, lass mal wieder, wenn einer alleine kommt, dann treffe ich nicht wieder einen von weiter hinten oder so. Das ist nämlich scheiße. Hopp. Okay. Und dann jagen wir den auch noch hoch. Das wird wahrscheinlich nicht reichen, ich sehe das schon. Okay. Nee, das sieht ganz beschissen aus. Hopp. Ein bisschen weiter unten anfangen wieder zu bauen. Das ist immer gut. Aber den Blocker da ganz hinten, den werden wir brauchen. So. Ah ne, erstmal Blocker. Ah, ne, scheiße. Ah. Da kommt wieder einer alleine, das ist schon mal gut. Viele, die alleine laufen, haben wir allerdings auch nicht mehr. Das heißt, es wird nachher ein bisschen behindert. Das heißt, nachher. Ich habe nur einen Blocker, das heißt... Ja, das reicht nicht. Wir kommen nicht durch. Ja, wir haben auch einen total blöd versammelt, beziehungsweise zwei eigentlich total blöd versammelt. Ja. Ja. Ja, wir brauchen ja noch die beiden Treppen.
brauche ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt auch, um durchzukommen. So. Und jetzt... Ja, wenn es überhaupt reicht. Komm schon, komm schon, komm schon. Bam. Ja, das reichte nicht. Ich habe noch 3 Bomben, aber keinen Blocker mehr. Das, was auch schon mal extrem beschissen ist. Mit einem weiteren Blocker würde ich es jetzt packen, da um durchzukommen. Jetzt muss ich natürlich abtimen. Und das ist fast unmöglich, also... Weil ich die nächste Treppe dafür brauche, um dann nach oben zu kommen. Naja, keine Ahnung. Wo muss ich anfangen? Hier unten? Ich brauche es mal hier. Es ist natürlich jetzt völlig ohne Erfahrungswerte. Also, perfekt! Na, das ist doch mal was. Jetzt müsste nur noch die Treppe reichen, um durchzukommen. Ah! Falschen Typen genommen. Gut, ist nicht so schlimm. Also müssen wir noch die Treppe da oben richtig bauen. Allerdings ist es auch knapp. Also da oben wirklich durchzukommen ist schon hammerschwer. Nur ich habe keine weitere Treppe. Das heißt, ich kann nicht noch einen hochbomben. Ups, der war zu spät früh angefangen. Und natürlich auch alles versaut. Na gut. Machen wir es nochmal. Also ich glaube, die Idee ist richtig. Aber ob das auch funktioniert, weiß ich noch nicht. Wir können es nur versuchen. Also, das heißt, gleich hier mal den Output steigern, damit da gleich ein paar mehr rauskommen. Eigentlich nicht viel zu hoch, sonst ist es auch eng. So, hopp, da den Blocker hinsetzen. Hoffen, dass die da nicht drüber laufen. Und dann, ja, das sind genug. Hier den Rest dann einsperren. Hopp, okay. So, da brauchen wir jetzt auch nicht nochmal erhöhen, ist eigentlich egal, weil... So, das ist ja schon mal richtig schön gewesen. Lecker, lecker. Wieder genau den richtigen erwischt. Das ist doch schön, wenn das alles so schön funktioniert. Das Blöde ist, dass wir halt dafür schon 3 Blocker verbraten. Ja, schön. Hast du eine tolle Treppe gebaut, die keinem was nützt. Und mir nachher wahrscheinlich fehlen wird, aber gut. So, der erste kommt nicht so richtig hoch, aber noch eine zweite Treppe zu bauen ist eine scheiß Idee, glaube ich. So. Oder? Ich weiß nicht genau. Vielleicht wäre es sogar schlau, eine zweite Treppe zu bauen. Ah. Gut. Er hat aber gut angefangen. So. Hopp. Okay. Jetzt dürfen wir natürlich nur keine Fehler mehr machen, weil wir haben eine Treppe schon zu viel versaut. Das war schon nicht gut. So. Okay. Dann den da oben erwischen. Hopp. Okay. Das hat geklappt. Na, das ist ja eine beschissene Runde hier. Ist ja nur Fummeln. So, ja, es ist mir, wenn da so viele sind, dann treffe ich wieder einen, der zu weit links steht und dann lohnt sich das nicht und ach, hör auf. Hopp. Ja, der steht oben schön in der Wand drin. Aber ob das jetzt reicht, ist natürlich auch die zweite Frage, ne? Bam, okay. So. Und baust ein Treppelchen. Ich kann ihn natürlich jetzt auch direkt hochjagen, während er Treppe baut, aber das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu knapp. Ach Gott! Ach, schon wieder eine Treppe umsonst verbraten. Ach, das geht mir auf den Sack langsam. Schon 2 Treppen umsonst verbraten. Ich habe nicht so viele und ich brauche noch... Ich weiß nicht, ob es überhaupt noch reicht. Zumal der jetzt auch aufhören könnte, wenn er da durchbaut. Ja, nee, hat's geklappt, aber trotzdem. Hätte auch mies ausgehen können. Ja, das ist doch schon wieder scheiße. 2 Treppen verbraucht. Die hätte ich garantiert gebraucht, die Scheiße. So. Anhalten. Hochjagen. Komm schon. Schön weit oben. Bam. Ja, das sieht schon gar nicht so übel aus. Aber es ist ziemlich knapp gebaut. Also... Wenn das jetzt reicht, wäre das schon echt super. Nein! Ah. Komm, zeig mal, was du kannst. Ja. Nix war das. Hat mir gar nichts genutzt. Hopp. So, er muss ganz hinten dran stehen. Ich habe auch nicht mehr viele. Ich habe nur noch 2. Das heißt, der muss es jetzt auch schaffen. Und so muss ich den ganzen anderen Kram reinlassen. So, jetzt rennt der natürlich da hinten wieder die nutzlose Treppe weg da. Naja.
So, jetzt ist schön. Innen drin. Ja! Das ist schon mal gut. Aber nur, wenn es danach reicht, wenn der Treppe nach oben zu bauen. Sonst ist auch egal. Ja, da oben haben wir ein kleines Loch drin, ne? Das wird wahrscheinlich nicht reichen, selbst wenn ich da eine Treppe baue. Ja, da wahrscheinlich eh gleich auf. Nö. Da komme ich natürlich nicht hoch. Da hätte ich jetzt natürlich, wenn ich eine zweite Treppe noch bauen würde, würde ich da irgendwie durchkommen. Oder drei Treppen noch. Ja, das hätte ich auch gehabt, aber... Das ist scheiße. Nochmal. Ja. Okay. Aber ich glaube, das ist jetzt auch ein bisschen zu langweilig. Ich werde das einfach, weil ich mache eh wieder dasselbe. Ich werde das jetzt einfach mal ein bisschen offscreen machen. Und wenn ich mal wirklich Erfolg habe, dann spule ich wieder rein. Okay, das hielt ich doch mal für eine Situation, in der Reinschalten angemessen ist. Denn es könnte klappen. Ich habe am Anfang wieder Treppen zerbrözelt, aus Versehen. Danach hat allerdings alles geklappt. So. Okay, jetzt müssten wir eigentlich nur noch hier eine Treppe hochbauen. Und wenn es hoch genug reicht, dann ist das eigentlich gegessen. Aber es sieht irgendwie scheiße aus. Nein, es reicht, es reicht. Es ist wundergroßartig. Und jetzt brauchen wir nur noch den hochjagen und die Leute durchlaufen lassen. Oh Gott, schön. So, den hat er noch geblockt. Bam. Und dann kann der Rest da durchlaufen. Und wir haben sogar noch zwei für die beiden Spackos hier. Jetzt muss es nur noch reichen. Aber da wir genau so viel hochgejagt haben, wie wir Bomben hatten, wird es wahrscheinlich reichen. War 87. Hätte noch viel mehr draufgehen lassen können. Ich weiß nicht, gibt es eine einfachere Möglichkeit? Dürft ihr mir natürlich gerne sagen. Da haben wir den Code für den 28. Level. Und ja, somit sind es nur noch drei Level bis zum Ende von Taxing. Mhm. Okay, wir haben 80 Lemming Harrier. Was? Door? Nee, poor, wee creatures? Ist wee nicht Wichse? Whatever. 70% to be saved, also 70% müssen wir retten. Okay. Und Release Rate 1, also ganz langsam von 80. Okay, das ist interessant. Da werde ich wohl einige sterben lassen müssen. Mal gucken. Okay. Wop, 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 wop. Das ist ja schon mal ein behinderter Anfang. Okay, wo ist denn das Zähl? Okay, da ist nochmal so ein scheiß Dingens. Das dazwischen sieht gar nicht so wild aus. Ja, das geht eigentlich. Hier mal durchbuddeln, hier durchbuddeln. Und hier einmal eine Treppe drüber bauen. Das Problem ist, die werden am Anfang ja ziemlich schnell sterben. Das heißt... Was mache ich denn da? Gott, wie soll ich denn jetzt so schnell reagieren, dass ich die da retten kann? Ja, eine Treppe bauen wird nicht reichen. Oder? Wir müssen wir testen, also... Komm erstmal zurück. Und jetzt an der Stelle baust du eine Treppe. Gucken wir mal, ob das langt, aber... Also ich glaube, das ist trotzdem noch viel zu hoch. So, und selbst wenn sie runterkommen, muss ich danach gleich so einen Blocker hin... Nee, das reicht nicht. Puh. Das ist... Wie soll ich das denn machen? Die sterben viel zu viele. Was soll ich denn da so schnell machen, dass das so einer überlebt? Okay. Ja, wir müssen noch eine Treppe bauen und dann auf den Rückweg. Bloß ich brauche nachher noch eine Treppe übrig. So, und dann hier so ungefähr bauen. Komm, komm, komm. Los. Ich hätte mal mitzählen sollen, wie viele da sterben. Ich meine, die kommen natürlich sehr langsam raus. Dadurch sterben nicht so viele, aber... Trotzdem ganz schön fiese Scheiße. Reicht auch noch nicht. Und wie gesagt, ich brauche noch eine Treppe extra. Oder ich muss mich da irgendwie durchbomben. So. Und jetzt so schnell wie möglich. Aber ich weiß natürlich nicht, wie viele da jetzt überleben von und wie viele nicht. Von 80 Stück 70%. 70% sind bei 100. Ja, 70. Genau, dann davon 80%. Ja, keine Ahnung. Also,
Aber schneller hätte ich es jetzt auch nicht auf die Reihe gekriegt. Jetzt habe ich sie gerettet. Okay, jetzt ist die Frage, wie machen wir das am besten? Wir brauchen hier noch zwei Treppen und dann da hinten haben wir dann aber keine mehr. So, gut, ja, Ha, warte mal. Ja, auch alles blöd. Wenn ich jetzt da durchbuddel, der fällt die dann ja natürlich auch runter, aber... So. Wenn ich da den baue, ist auch blöd. So. Nee, jetzt, warte mal. Ich überlege mir das Ganze mal alles jetzt. So, ich habe eine Idee. Und zwar brauche ich erstmal einen Blocker hier. Ja, Moment mal. Die rennen ja auch da lang. Ich brauche einen, der da unten durchgräbt, damit ich nachher da alle durchlassen kann. Ich kann natürlich auch hier durch. Eigentlich ist egal. Stimmt eigentlich. Eigentlich ist es wurscht. So, komm. So, mach erstmal hier einen, der durchgräbt. Und dann dahinter einen, der irgendwie blockt. Hopp. So, dann brauchen wir hier einen Treppenbauer. Ja, der stirbt jetzt, der andere da, der da durchgehopft ist. Oh, das war gerade noch der mit dem... Naja, gut. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viele da rauskommen. Aber... Das ist dann nachher ein späteres Problem. Jetzt müssen wir erstmal... gucken, wie wir diesen ganzen Mist hier erstmal lösen. Oh, Mann. Wir haben hier nur zwei Geradeausgräber. Die reichen allerdings... dafür noch aus. Wir können sogar mit einem durchkommen. Allerdings da hinten brauchen wir auch keinen mehr. Also ist eigentlich wurscht. So, dann komm. Du packst das schon. Na komm, wird für dich. So, ich hoffe, du kommst da oben rüber. Oh, du kommst immer da rüber. Fick die Katze. Okay, dann hier. Und dann jagen wir den mal hoch hier. Achso, das ist auch eine scheiß Idee gewesen, weil jetzt mir eine Treppe um die Ohren fliegt. Er ist natürlich auch kacke. So. Ja, das ist kacke. Das ist alles scheiße. Vor allem hier unten kann ich auch nicht graben, weil ich da nicht hochkomme. Heieiei. Was ist denn das für eine Drecksrunde? Okay, ich probiere die mal nochmal neu. Mach den Anfang mal nochmal alleine. Dann überlege ich mir was bis dahin. So, ich habe jetzt mal mitgezählt. Kann sich natürlich auch einfach machen mit 70% von 80. Dann habe ich 10, 8 mal 7. Es ging natürlich sofort, sofern ich die Aufnahme ausgemacht habe. Aber in dem Moment kann ich halt nicht rechnen. Jetzt sind wir gerade, ist mir gerade der 15. gestorben. Ich bin hier. Ich müsste noch hin und zurück bauen. Und 56 gehen halt, ne? 8 mal 7. Und, das sind zu 70. Ne, Moment, 70% und 80. Das heißt, 24 dürfen sterben. Huck! Ich war verwirrt. Dann geht das doch. Okay, dann mache ich doch noch weiter. Moment. So, das ist der 24. Der hätte sterben dürfen. Der hat's überlebt. Finde ich geil. Weil jetzt habe ich natürlich noch einen Blocker übrig. Und das ist natürlich super an dieser Stelle. Also werde ich ihn gleich graben lassen, damit wir ein bisschen Platz haben. So. Und der Blocker, der muss am besten hier oben irgendwo stehen. Und zwar... Hä? Hä? Ja, So. Bitte mach's noch. Nein, er hat's nicht mehr gemacht. Ach. Ist ja zum Kummerfalten kriegen. Heieiei. Eine ganz knappe Geschichte. Bloß, wie soll ich denn beide gleichzeitig da versorgen? Ach, das ist ja kacke. Ja. Nee, hat nicht gereicht zeitlich. Muss ich nochmal machen. So, diesmal hat's geklappt. Relativ knapp, aber ich musste die Treppe halt sehr früh bauen hier, weil sonst schaffe ich es oben nicht mehr mit dem Blocker. Und ich habe, glaube ich, sogar nur 21 getötet oder so. Das kann funktionieren. Ich hatte es einmal vorher auch geschafft, allerdings hatte ich eine Treppe zu viel verbraten. Und dann hat es nicht mehr gereicht. So, jetzt weiß ich allerdings, dass er hier umdreht schon. Das heißt, hier muss ich schon buddeln. Klick, 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 reicht, okay. Und jetzt! Gut, das dauert jetzt ein bisschen mit der Buddelei, aber ist absolut notwendig, damit ich hier durchkomme. Jetzt spare ich mir natürlich hier nochmal zwei Buddler. Das Ding ist, ich muss noch da irgendwie rüber. Dafür fehlt mir eine Treppe. Allerdings wirklich viel sparsamer. Ich habe nur überlegt, wenn ich jetzt hier so eine, also hier baue. Naja, ich darf es nicht mit den Fingern zeigen, dann bringt das ja nichts. Und dann hier hoch baue. Ich weiß nicht, ob ich dafür günstiger wegkommen würde. Dass ich da noch eine Treppe drüber bauen kann. Ich glaube auch nicht, dass es wirklich möglich ist. Ich muss mir da irgendwas anderes überlegen. Dass die da nicht rübergehen müssen. Also entweder eine Bombe da legen oder sowas, dass man da irgendwie anders durchkommt.
Aber ich habe ja noch ein paar Buddler, habe ich gedacht. Da setzt sich bestimmt noch irgendwas mit reißen. Ansonsten, wenn ich den da verliere, dann lass die anderen erstmal durch, sofern sie denn können. Da kann ich ganz hinten natürlich zur Not noch einen Stopper aufstellen. Vielleicht lasse sie gleich durchlaufen, dann können sie schon mal kommen. So. Oh, der buddelt weiter. Ach, der buddelt weiter. Na, schöne Sache. Das ist schöne Scheiße. Nur ich kann ihn jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt aufhören lassen, weil ich nichts habe, um ihn aufhören zu lassen, um ehrlich zu sein. Beziehungsweise das, was ich da habe, das brauche ich noch. So, jetzt, solange sie erstmal hierher laufen, ist alles noch kein Problem. So, wenn sie zurücklaufen, muss ich vorne einen Blocker einsetzen oder so. Deswegen will ich sowieso so früh wie möglich hier loslaufen lassen, dass ja nicht so viele Leute auf einmal rumlaufen. Aber das kriegen wir schon auf die Reihe. So. Okay. Und jetzt muss ich mir was überlegen. Hopp. Nein, das hat nicht gereicht. Okay, mach Blocker. Nein, 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 nein. Und ich habe nur zwei Blocker noch. Ja, das war scheiße. Das war richtig scheiße. Ja, gut. Hier vorne auf jeden Fall sofort ein Blocker. Ich hoffe, dass ich den ersten erwische. Ich hoffe, dass ich den ersten erwische. Da vorne, ich hoffe, dass ich den ersten erwische. Nö. Da sind natürlich noch ein paar gestorben von. So. Und jetzt hier unten auch nochmal einen. Und da ist auch nochmal einer gestorben. Oh, jetzt gehen die auch noch schon wieder zurück. Da muss ich gleich aufpassen, dass dann auch noch ein Blocker kommt. Und dann muss ich nur hoffen, dass das da unten funktioniert. Wenn das nicht funktioniert, kann ich es mir eh sparen. Aber ich glaube, das funktioniert. Ja, das funktioniert. Okay, dann muss ich jetzt nur noch links den Blocker machen. Und hoffen, dass mir nicht zu viele gestorben sind. Was ich allerdings glaube. So. Ich kann auch einfach gleich einen nehmen, der hier unten landet. So, das ist auch okay. Ist es auch gegessen. So, dann können alle raus. Dann hoffen wir nur noch, dass es reicht. Ich glaube, es wird nämlich knapp. Ich denke mal, mir sind nämlich zu viele gestorben. Und das ist natürlich bekanntlich Kacke. Also das Einzige, was mir noch einfallen würde, wäre da eine Treppe mehr zu sparen. Dann könnte ich da drüber bauen. Jetzt habe ich natürlich verschissen. Aber alles verbraucht. Naja, einen Gräber hätte ich noch gehabt. Nur hier geht man ja nicht lange hin. Das ist ja das Problem, ne? Aber so gehe ich unter dem Ding drunter durch. Ich habe ein bisschen zu viele verbraten. Jetzt wird es wahrscheinlich ziemlich knapp werden. Aber ich glaube nicht, dass es reicht. Es sind zu viele gestorben, denke ich. Ja, 66 sind mir gestorben. Okay, ich versuche mal eine Möglichkeit rauszufinden, ob ich da noch eine Treppe sparen kann. Weil dann könnte es natürlich ohne weitere Verluste machen. Da muss ich nur gucken, dass ich am Anfang nicht zu viele verliere. Ansonsten geht das. Okay, na dann, breche ich erstmal ab. Okay. Positive ist, ich habe wesentlich mehr retten können der Situation, weil es irgendwie schneller ging. Keine Ahnung warum. Aber genauso viele Treppen verbraten. Von der Seite aus hat es mir nicht viel genützt. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wenn ich, ja, das Dumme ist nur, dass er hier unten, ja, der wird jetzt auch sterben, weil er da oben durchgehen kann, das kann ich jetzt mal schnell zeigen. Das heißt also, das ist auf jeden Fall noch keine Lösung, weil die jetzt alle da durchlaufen. Zeig's mal schnell. Plopp. Gut, da könnte ich natürlich einen Blocker für verwenden, aber ob das jetzt unbedingt der Weisheit letzter Schluss ist, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt ein paar mehr Leute gerettet, das heißt, das ist schon mal nett, allerdings bringen wir es nachher trotzdem nichts, weil es waren jetzt 66%. Gut, das hätte natürlich den einen ausmachen können. Gut, dann müsste ich das jetzt eh nochmal neu bauen, weil jetzt habe ich einen umsonst verschwendet. Das wäre natürlich nicht sinnvoll gewesen. Die Frage ist nur, ob das alles so funktioniert. Ich bin mir nicht sicher. Ich überlege mir noch ein bisschen was und dann spiele ich mal wieder bis dahin, dass sich das lohnt. Bis dann. So, da sind wir wieder. Zu meiner Schande muss ich gestehen. Ich habe nachgeschaut, wie es andere gemacht haben. Und das ist jetzt ganz andere Geschichte, und zwar nehme ich mir diesen Kollegen. Und da stirbt der Erste. Gut, ich zähle mir jetzt mal nicht mit. Ich weiß, dass es reicht von der Seite aus. Man muss einfach mal gucken, was man macht, ne? Und zwar ist es deutlich treppensparender. Und ich habe nachher dann genug Treppen noch frei, um das dann zu machen. So. Erstmal lasse ich ihn hier runtergraben. So. Und so. Dann lassen wir mal bauen hier. Treppe. Ja, ist eigentlich eigentlich gar nicht so doll gewesen, was ich da gemacht habe, aber egal. Auf jeden Fall, dann brauchst du doch eine Treppe, dass er hier hochbaut. Ein bisschen spät angefangen, mein Freund, du musst da noch hoch, das ist ja schon klar. Das könnte jetzt schon gewesen sein, weil ich hätte eigentlich früher anfangen müssen, die Treppe zu bauen.
Da er da hochgehen muss, jetzt dreht er nämlich um. Jetzt habe ich es nämlich schon verscheißt. Wobei, ich kann natürlich noch eine Treppe bauen hier an der Stelle. Es kostet mich nur ein bisschen viel Zeit. Das ist eigentlich nicht das, der Plan gewesen. Aber gut, es sterben natürlich immer noch viele Leute dort. Aber ich muss hier auch gleich graben. Wichtig, sonst fängt er nämlich an zu... blabluppen. Ne? Und hier dann möglichst spät anfangen, noch eine Treppe zu bauen. Das rettet die ersten natürlich immer noch nicht, weil dann landen die drauf und fallen dann doch wieder runter. Aber wenn die Treppe fertig gebaut ist, hat es sich dann erledigt. Obwohl es jetzt gar nicht die Frage ist, ob das so schlau war, so spät anzufangen. Weil er gräbt sich natürlich jetzt hier durch. Er klettert dann natürlich hoch. Aber die anderen müssen sich später dann hier durchgraben. Und jetzt habe ich sie gerettet. So, in dem Moment ist das ja noch okay. Nee, das wird schon scheiße sein hier. Ich versuche mal noch eine Treppe zu bauen. Er rennt jetzt erstmal so zurück. Ja. Ja, gut. Ne, ich glaube, das ist scheiße. Ich kann nicht mal zeigen, gerade warum. Aber zumindest das Prinzip ist mal klar. Weil das Problem wird sein, wenn ich mich hier nämlich durchgrabe, passiert das. Ja, und das darf natürlich nicht passieren. Das heißt, ich muss die Treppe ein bisschen weiter links anfangen. Und das mache ich jetzt nochmal offscreen. So, diesmal hat es relativ gut geklappt. Ich glaube auch, dass genug überlebt haben. Ich habe noch einen zweiten, noch eine Treppe bauen lassen, weil ich habe so viele Treppen übrig, dass es mich nicht stört. Und, ja, was soll ich sagen? Einer muss jetzt hier bald durchbuddeln, aber ich warte noch ein bisschen, damit ich ein bisschen Vorsprung habe. Oh, jetzt kannst du es machen eigentlich. Weil das sollte eigentlich kein Problem sein. Wir wollen ja ein kleines Treppchen bauen. Und wir haben doch einen gewissen Vorsprung und der muss ja auch noch ganz schön ein Stück buddeln, bis er da ist. Bis dahin habe ich die Treppe doch locker gebaut. Dann können wir dann auch alle rauslassen. Release the Kraken, wie ich immer so schön zu sagen pflege an dieser Stelle. Ja, so ist es. Und hier brauche ich eigentlich nur ein Treppchen drüber zu bauen. Dann kann die ganze Meute darüber steigen. Geht auch so. Ja, gut. Ja, das. Ich muss zugeben, bin jetzt nicht selber drauf gekommen. Meine Lösung geht sicherlich auch. Allerdings ist es viel Glück dabei, viel Gefummel. Und von der Seite aus nicht sonderlich zu empfehlen. Ich rette, glaube ich, sogar ein bisschen mehr Leute mit meiner Technik am Anfang. Allerdings hier hinten muss ich dann wieder welche verbraten und das ist natürlich scheiße. Wenn man natürlich genau das Timing raus hat, kann man natürlich zwei Bomben hier machen, dass man sich hier direkt wegbombt, also hier direkt runter, dass die dann hier so schräg durchgehen. Geht auch. Mir sind vorhin ein bisschen zu viele gestorben dadurch, aber wenn man das vorsichtig macht, denke ich mal, und genau getimed macht, geht das auch. Also ich denke, meine Lösung ist nicht komplett unnütz. Nur halt, die Wahrscheinlichkeit damit zu gewinnen ist ein bisschen unwahrscheinlicher. Und so geht es dann doch ein bisschen besser. Warum kommen jetzt die Einzelnen hier noch angetrabt? Na, sonst ist hier keiner mehr, oder? Nee, okay. Und wir haben es jetzt schon geschafft. Wir haben sogar 73 oder... Na, 74%. 73. Ist ja nicht jeder 1%. Na, also... Das muss ich ja wissen. Und jetzt sind wir auch schon bei Level 29. Und Level 29 und 30 sind die letzten Level. Ich hoffe nicht, dass die allzu schwer werden. Aber für diese Folge ist es definitiv mehr als genug. Und ich sag mal tschüss.